Annas und Tims Nachberichterstattung zum gestrigen Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich. Endstand überraschenderweise für alle 0:1. Wir sehen das Stadion in Marseille, das Velodrom, natürlich ausverkauft bei einem solchen Halbfinale. Der Rasen im besten Zustand, die Wiese nochmal frisch gemäht und so die Entstehung des allen entscheidenden Tores gleich in der ersten Halbzeit. Hauptprotagonisten Özil und Götze, der mit einem herrlichen Kopfball das alles entscheidende 0:1 für die deutsche Mannschaft erzielt. Ausgangspunkt war ein Abstoß von Neuer auf die linke Seite zu Jonas Hector, der den Ball weiterleitete zu Özil. Man wird gleich nochmal deutlich erkennen können, kein Abseits liegt hier vor. Der Torwart der Franzosen etwas orientierungslos im Strafraum und das nutzt Götze aus und köpft unhaltbar zum alles entscheidenden 0:1 ein.